Herzlich willkommen zum Wochengruß Nummer 2235. Weißt du eigentlich, was die Nummer bedeutet? Ich glaube, mich kaum einer. Jahreszahl und Woche oder Monat? Genau, Kalenderwoche. Kalenderwoche, genau. Das ist nämlich die 35. Woche im 2022. Jahr. Also es ist Jahr, Kalenderwoche 2235. Mhm. Das heißt, wir haben nicht 2234 Wochengrüße vorher gemacht. Das ist Matthias Mann, der super ist. Und ich bin Ralf, wir machen jetzt eh für Leute, die uns kennen. Der Raum ist noch masterwarm hier. Wir hatten Masterwochenende und wir machen einen kurzen Wochenrückblick, einen Blick auf das Masterwochenende und einen Wochenvorblick. Ich fange mit dem Wochenrückblick an. Letzte Woche war am Dienstag, habe ich meinen Podcast veröffentlicht. Hast du ihn schon gehört? Nee, noch nicht. Das peinlich. Ist noch offen. Peinlich, ich wollte abfragen. Ich habe, weil ich hatte sonst nichts Besseres zu tun, die logischen Ebenen verbunden mit der Psychografie und dem Modell von Spiral Dynamics. Mhm. Das heißt, das hat sich in den letzten Wochen ergeben, ein Gesamtkonzept entwickelt, wie diese drei Modelle ineinander übergehen, habe dazu die logischen Ebenen nochmal umgebaut, sodass jetzt die logischen Ebenen Entwicklung darstellen, wo einmal die Psychografie abzweigt und einmal zweigt Spiral Dynamics ab. Mhm. Sehr komplex, aber lohnend, gerade für NLP-Profis wie dich, die auf ohnehin schon wirklich hohem Niveau unterwegs sind und dann noch Nuancen dazulernen können. Ja, ich werde es mir nochmal anhören. Genau. Dann war Donnerstag Webinar, die Kunst des NLP. Da war ja heute auch am Ende. Das hat mich ja wieder erstaunt, dass manchmal so eine Randbemerkung so dermaßen Applaus bringt. Du weißt, was ich meine? Du meinst die Stelle der Veränderung? Nee, oder? Ich meine, NLP ist nur Theater. Ach so, ja. Genau, weil wir sind ja hier in Berlin. Und darum habe ich erzählt, dass ja Bandler und Grinder NLP abgeguckt haben von Modellen und am Anfang Bandler abgeguckt hat von Fritz Perls. Mhm. Und Fritz Perls hieß ja erstmal Fritz Perls, ist geboren in Berlin, war, glaube ich, Jude, ist hier aufgewachsen, hat hier seine Sachen entwickelt und hat den Anfang von Gestalttherapie in Berlin entwickelt, am Deutschen Theater in Berlin mit Max Reinhardt. Das heißt, dass am Anfang dieser ganzen Linie steht Theater und NLP hat über Max Reinhardt, Fritz Perls, Richard Bandler, Grinder und die anderen und so fort, hat NLP in seiner Art sehr viel vom Theater. Wir inszenieren bestimmte Sachen. Wir haben am Ende dieses Wochenendes gemacht, dass wir einen Veränderungssatz inszeniert haben wie ein Theaterstück und daraus ein Format abgeleitet haben, wa? Ja, super. Und ich war wieder erstaunt, dass das eigentlich bei der neuen Gutrunde eine Sache war, die sehr oft erwähnt worden ist. Und nicht darüber, aber im weitesten Sinne geht es darüber im Webinar von letzten Donnerstag. Was noch bis nächsten Donnerstag online steht auf www.ralfstumpf.de/webinar-tv. Hast du geguckt, die Aufzeichnung? Die habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich hatte das von davor geguckt. Die Coaching-Analyse. Dir ist schon klar, dass du gerade ganz schlechte Werbung machst, ne? Weil. Was soll ich sagen? Nein, man muss aber auch dazu sagen, Matthias weiß ja im Grunde auch schon alles und kann ja auch schon alles. Das heißt, für ihn wäre dann die Sachen zu gucken vielleicht eine Art von Bestätigung, aber. Ich glaube, Nuancen könnte ich noch raushören und raussehen. Genau, und dafür, dass du deinen Einsatz jetzt am Masterwochenende, da kannst ja du ein bisschen sagen, wir hatten Metaprogramme. Mhm. Also wir hatten Metaprogramme, sozusagen die so Teile der Grundbausteine aus dem NLP. Die Grundfrage ist immer, worauf kann ich achten, beziehungsweise worauf kann ich noch achten? Und wenn in irgendeiner Technik oder in irgendeinem Format irgendwas nicht funktioniert, dann habe ich vermutlich zu viele Metaprogramme in einem Schritt machen wollen oder gefordert. Und um das quasi, das Problem zu lösen, macht es Sinn, dann einfach nochmal einen Schritt zurückzugehen und die Metaprogramme einzeln durchzugehen. Hast du wunderbar gesagt. Wir hatten sie auch an diesen Blumen. Die Blumen hat übrigens Matthias gekauft und mitgebracht. Richtig. An solchen Blumen kann man es ja zeigen. Ich meine, wenn ich sage, achte mal auf die Blumen, da kann man auf so viel Sachen gleichzeitig achten. Man kann darauf achten, wie sind die Farben, wie sind die Formen, was sind das für Sorten, wie viele sind es überhaupt, wie ist der Nährwert, wie würden sie schmecken, wie würden sie riechen, aus welchem Land kommen sie, was ist die Historie von einer Rose und einer, was ist das anders, das sind das kleine Sonnenblume, soweit in der Art. Man kann weiter überlegen, was stellen die symbolisch da ein, welchen Gedichten kommen die vor. Also es gibt hunderte von Möglichkeiten,
so eine Blume wahrzunehmen und das jetzt nur aus Menschensicht. Wie würde ein Hund die Blume wahrnehmen? Wie würde eine Biene oder eine Fliege die Blume wahrnehmen? Wie würde ein Physiotherapeut die Blume wahrnehmen? Wie würde ein Allergologe die Blume wahrnehmen? Und das ist Metaprogramme, sich einfach zu überlegen, wie unendlich viele Möglichkeiten der Wahrnehmung gibt es. Und auch ein Satz, der am Wochenende gut kam, auch so logisch, aber dann doch spannend, wenn man ihn sagt, was du nicht wahrnimmst, existiert nicht für dich. Mhm. Das gibt's einfach nicht im Modell der Welt. Genau, und da war Beispiel Blumen, Bienchen, Blümchen und die anderen Sachen lassen wir weg. Oh. Jetzt nächste Woche am Dienstag gibt es einen Podcast. Ich weiß noch gar nicht, worüber ich den machen werde. Hast du eine Themenidee? Nein, ich mache nicht NLP und Flirten. War der nicht mit Dagmar oder so? Ja, mit der mache ich auch mal wieder ein. Bald. Aber jetzt für diesen Dienstag, ich bin gespannt, wir lassen uns überraschen. Dienstagabend haben wir hier nach 2 Jahren Pause das erste Mal wieder in der Jablonskistraße ein Live-Abendseminar. Kommst du? Ich weiß es noch nicht. Wir machen es spannend. Aha, du bist gerade echt ziemlich coole Werbeeinblendung. Aber ich war früher so oft da. Ich glaube, ich war in einem Jahr der an den meisten Abendseminaren teilgenommen hat. Und ich will ja auch nochmal anderen die Chance geben, an diesen Titel ranzukommen. Ja, es ist ein bisschen so ein Wagnis und ein Abenteuer, weil die Welt hat sich verändert in den letzten 2 Jahren. Wir hatten ja früher, ich glaube, der Rekord waren 35 Leute im Abendseminar. Das war wirklich eng. Die saßen wirklich dicht gedrängt. Aber es war völlig in Ordnung vor 2 Jahren. Und sich das heute zu überlegen, vor 2,5 Jahren saßen wir mit 35 Leuten im großen Raum hier und alle fanden es cool. Ich glaube, so blöd das klingt, das würde jetzt nicht mehr gehen. Es würden sich zu viele Leute unwohl fühlen. Das ist schade und ich hoffe, es ändert sich wieder. Da habe ich auch gesagt, ich werde die Teilnehmerliste bei 25 Leuten schließen. Es kommen sowieso nie alle, also ich schätze mal, wir haben 15 bis 20 Leute da, um das wieder zu starten. Aber ich habe wirklich einen Wunsch, wieder Präsenzseminare zu geben. So schön Zoom ist und so toll es ist, dass Leute aus der ganzen Welt an den Zoom-Seminaren teilnehmen. Aber die Veranstaltungen in Präsenz haben doch einfach nochmal eine andere Qualität, muss ich einfach sagen. Da finden zwischenmenschlich Innenpausen davor, danach Dinge statt, die auf Zoom... Nee, in der Art, aber ist auch jedes Mal, du warst ja auch oft da in den Webinaren, die wir donnerstags machen, da ist ja nach dem Webinar dann immer noch ein Teil, wo wir miteinander reden. 1 Stunde, 2 Stunden, ich glaube, der Rekord liegt bei morgens um 1 Uhr oder sowas. Ja. Und da ist ganz oft, dass dann 3, 4 Leute mit Bild und Ton sind und sich unterhalten und du hast 10 schwarze noch dabei, also 10 schwarze Vierecke mit einer weißen Schrift. Und dann kam es manchmal wieder vor, dass nach über einer Stunde plötzlich bei einem plopp ein Bild aufgeht und boah, ihr redet hier so spannende Sachen. Es ist ein bisschen spooky, dass du einfach nicht weißt, ob jetzt da quasi 10 Leute zugucken und zuhören. Und das ist halt das Angenehme hier im Präsenzseminar, da sieht man die Leute, die einem zuhören. Also es ist Dienstag, dass wir da das erste Präsenzseminar haben und dann kommt Donnerstag Caroline mit dem Webinar. Nimmst du daran teil? Das geht um das Thema Stärken finden, die eigenen Stärken finden und es ist eine Überraschung. Also es gibt auf jeden Fall ein sehr vielfältiges Angebot und ich finde, jeder sollte wählen können, wo er dran teilnimmt. Können wir denn so sagen, dass wenn die Menschen dich persönlich kennenlernen wollen, müssen sie echt zum Master kommen, Sie müssen dann echt in die Ausbildung kommen, richtig. Ja, in die Masterausbildung. Weil jetzt zum Beispiel jetzt ja auch am nächsten Mittwoch startet der zweite Block vom Modeling Practitioner, da bist du aber auch nicht dabei. Stimmt. Ja. Richtig. Weil ich glaube, ich bin der Einzige, der bei allem dabei ist. Und noch nicht mal ich, weil manchmal macht Dagmar ein Gastwochenende. Das stimmt. Aber ich bin schon echt off. Aber ich muss ja auch sagen, es ist ja auch irgendwie meine Firma und mein Beruf, von daher passt es ganz gut. Genau. Es wäre fragwürdig, wenn es anders wäre. Genau, weil Gerüchte sagen, du hättest ja tagsüber noch eine Erwerbsarbeit. Stimmt, also ich erinnere mich dunkel, dass ich noch so einen Vollzeitjob habe. Genau, nebenbei. Die dich manchmal daran hindern zu kommen. Richtig, aber richtig. Um mal wieder zurückzukommen zur Jablonskistraße, ich finde, dass wir hatten auch dieses Wochenende, wir hatten mehrere Leute aus anderen Kursen, die einfach so mit dabei waren. Es wird hier mehr und mehr, das finde ich auch angenehm, dass die Grenzen zwischen den Kursen sich ein bisschen auflösen und Leute übergreifend verschiedene Kurse besuchen und das Ganze jetzt zu einer großen Community wird, weil... Ich sage das seit vielen Jahren und ich kann es nicht oft genug sagen. Das, was letztendlich, glaube ich, den Haupteffekt der Veränderung macht, ist einfach hier Zeit mit den Leuten zu verbringen. Und darum
muss ich es auch leider sagen, auch wenn es vielleicht werbetechnisch nur so halb gut ist, diesen Effekt bekommen wir nicht in der gleichen Intensität auf Zoom. Mhm. Weil es auf Zoom eigentlich fast immer so ist, dass in den Pausen die Leute sich zurückziehen, weil sie halt dann mal von dem Bildschirm weg wollen, weil sie in die Küche wollen, weil sie sich was zu essen machen. Und dann wupp, während hier haben wir halt gemeinsames Mittagessen. Richtig, genau. Pünktlich kommen, üben wir nochmal. Ja. Gemeinsames Mittagessen, gemeinsame Pausen, die Zeit davor. Und ich meine, der Mensch ist ein rudellebendes Säugetier. Und das Rudel ist es, was die Veränderung macht. Genau. Haben wir irgendwas vergessen? Mir fällt jetzt nichts ein. Alles, was noch offen ist, kann man hier vor Ort oder auf Zoom erfahren. Und ich finde, es war ein gelungenes Wochenende. War wirklich, ja. Wir hatten viel Spaß. Definitiv. Es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, neue Dinge, die man ausprobieren will. Und man trifft immer wieder neue Leute. Ja. Und in dem Sinne? Das stimmt, waren auch wirklich viele neue da. Und der Kanal hat im Augenblick 611 Abonnenten. Du könntest der 612. sein. Also einfach unten auf Abonnieren, einfach nur damit die Zahl steigt. Ich wünsche mir so die 1000. Ich möchte zu Weihnachten, möchte ich die 1000. Ist eigentlich peinlich. Es gibt Leute auf YouTube, die haben irgendwie, glaube ich, 10 Millionen Follower oder sowas. Und jetzt freue ich mich über die 1000. Aber ich bin bescheiden. Ich würde mich über 1000 schon mal freuen. Hast du den Kanal schon abonniert? Selbstverständlich. Echt jetzt? Ich habe den wirklich abonniert. Ja, cool. Das ist dein erstes Jahr, in dem Mal, dass du Ja sagst in diesem Wochengruß-Video jetzt hier. Ich war, glaube ich, einer der Ersten. Ich war, glaube ich, in den Top 20 oder so. Unglaublich. Also jetzt, glaube ich, ist der Punkt, wo wir aufhören, weil wir haben es geschafft, dass du zu irgendetwas Ja sagst und mehr ist, glaube ich, heute nicht drin. Aber guck mal, ich war gestern da, ich war heute da. Ja. Das stimmt. Ich war sogar Freitag in der Vorbereitung dabei. Das stimmt. Und du bist der 19. oder 17. Abonnent des YouTube-Kanals. Richtig. Genau. Was tief beeindruckend ist. Matthias, Superman, ich danke dir von Herzen. Ich danke dir auch. Wir hatten das so ausgemacht, ich habe das Video angemacht. Matthias geht jetzt rum und macht das Video aus. Jetzt kommt also das feierliche Finale. Danke, das machst du gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na, findest du den Knopf?